Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16. Wir sind zurück im Versteck nach der großen Verfolgungsjagd hinter Barnabas und Jill hinterher. Das haben wir jetzt soweit aufgelöst und kümmern uns jetzt gerade um ein paar Nebenquests noch, um uns ja weiter aufzuwerten, bessere Tränke, mehr Tränke zu bekommen und ja, die Plusaufgaben allgemein abzufrühstücken. Ich würde sagen, wirklich, wir machen nicht mehr so viele von den Ausrufezeichen-Aufgaben, aber das werden wir sehen, wo sich mal eine Gelegenheit ergibt. Aber ich würde heute jetzt nochmal seines Glückes Schmied Teil 4 müsste das jetzt sein, in Angriff nehmen. Mal gucken, ob das genauso lange geht wie das letzte Mal. Das war ja dann doch schon recht umfangreich. Du hast es auch gehört, oder? Was meinst du? Das mit Dravost, Schledorns altem Dorf. Das mit den ganzen Schmieden? Es heißt, dass aus den Minen da in der Nähe massenweise Äther austritt. Oh! Und das Dorf? Hat jetzt eine Horde Akasischer vor den Toren. Alles, was dort kreucht und fleucht, soll sich verwandelt haben. Oder zumindest kurz davor sein. Okay, das Gegen ist schlecht. Gegen solche Massen hat das Dorf keine Chance. Die Leute brauchen Hilfe. Doris hat ein paar Fluchbrecher losgeschickt, aber ich fürchte, die werden das Ruder nicht rumreißen. So leid es mir tut. Wenn nicht bald was passiert, machen die da alles platt. Das können wir natürlich nicht so das werden wir geschehen verhindern. Lassen. Darauf habe ich gehofft. Weiß Schledorn Bescheid? Naja, bis jetzt noch nicht. Ich wollte ihn nicht beunruhigen. Soll ich es ihm sagen? Nein. Lass es besser. Gut dann. Ich kann hier nicht länger rumstehen. Ich muss was tun. Wir sehen uns in Dravost. Na dann. Wieder nach Dravost also. Okay. Naja, vielleicht kann er sich da mal... Also wir sagen jetzt Schledorn nichts. Wie glaubst du... Okay. Ja gut. Ob der das so gut findet, ist jetzt die andere Frage. Aber... natürlich helfen wir. So, wo geht's denn weiter? Da unten. Dravost. Dravost steht also noch. Na, das ist doch was. Das ist schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Clive! Na endlich! Ja, bin noch Wo sind da? Die Akasischen? Noch irgendwo im Norden. Aber Doris' Leute erzählen die reinsten Schauergeschichten. Das sind wohl Unmengen. Ich hab Schnoddy zum Nordtor hochgeschickt. Auf dein Wort macht er da alles dicht. Das sollte den Leuten genug Zeit geben, sich in ihren Häusern zu verschanzen. Gut gemacht. Willkommen zurück, Sid. Jo, hi. So sieht man sich wieder. August ist es vorhin herausgerutscht. Wer hätte gedacht, dass unser Dravost vom meistgeächteten Mann Valisteas gerettet wurde? Können wir wieder auf dich zählen? Natürlich. Ihr habt wohl gedacht, ihr könntet euch davonschleichen. Aha, da ist er doch. Schledorn. Wäre auch ohne irgendwie doof gewesen. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Die Späher haben mir gesagt, was los ist. Anders als mein bester Freund, der Geheimniskrämer. Sultan, lang nicht gesehen. Witzig, was für alte Säcke aus uns geworden sind, was? Soll das ein Witz sein? Wie wäre stattdessen mit einer Entschuldigung? Hör nicht auf ihn. Du hast getan, was du tun musstest. Für das Dorf. Oh. Das habe ich, ja. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Vulkan, unser Meister, wollte nur einem von uns das Dorf überlassen. Und zwar mir, dem besten Schmied in Dravost. Neben ihm selbst natürlich. Eine saudumme Tradition, wenn du mich fragst. Begabte Schmiede sollten ihr Handwerk praktizieren und nicht den Deppen für alles in irgendeinem Kaff spielen. Vulkan hat sein Leben so verschwendet. Aber darauf hatte ich keine Lust. Und du meinst, ich hatte da Lust drauf? Dravost brauchte jemanden wie dich. Mit mir und meinem blöden Idealismus wäre das Dorf doch eingegangen. Also bin ich weg und hab mich meinem Handwerk gewidmet.
um euch die Konsequenzen zu ersparen. Nenn's ruhig Eigennutz, aber ich wollte wirklich nur das Beste für das Dorf. Du hast dich vor deiner Pflicht gedrückt. Weil hier sonst alle verhungert wären. Genug. Wir haben keine Zeit dafür. Schlagt euch die Köpfe ein, wenn Dravost gerettet ist. Von mir aus. Mehr hab ich sowieso nicht zu sagen. Ja, ich auch nicht. Tut mir leid. Ich hätte mich nicht einmischen sollen. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist. Aber gib uns einen Moment. Ich brauche einen klaren Kopf, bevor ein Akasischer kommt, der ihn mir abreißen will. Gut. Ja, dann lass uns loslegen. Also dann, bist du bereit? Wohl. Ich bin gleich soweit. Versprochen. Die beiden kann man ja mal noch schwitzen hier. Es ist viel passiert, aber den Akasischen überlasse ich das Dorf nicht. Sag, wann's losgeht. Die Leute wissen Bescheid und verschanzen sich dann. Okay, war nichts Besonderes. Dann los. Also dann, bist du bereit? Na, aber sowas von. Ja, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Das ist wahr. Trotzdem sollten wir nochmal mit den Sperren reden. Böse Überraschungen können wir jetzt nicht gebrauchen. Oh, und Schledon, du und Soltan, ihr bleibt vielleicht besser im Dorf. Die Akasischen rücken an! So. Wie nah sind sie? Schon fast an den Mauern. Und aus den Minen kommen immer mehr. So viel zu bösen Überraschungen. Da draußen werden unsere Männer heillos überrannt. Wir ziehen uns hinter die Tore zurück. Gute Idee. Kommt rein, aber haltet eure Waffen bereit. Alles klar. Wenn's hart auf hart kommt, kämpfe ich mit. Du hältst dich raus. Wir machen das. Sobald die Späher drin sind, verbarrikadieren wir die Tore. Ihr Schmiede bleibt in euren Häusern. Wenn ihr sterbt, ist keinem geholfen. August hat recht. Ich habe gesehen, was Akasische mit Rüstungen machen. Kräftige Schmiedearme reichen hier nicht. Für diesen Kampf seid ihr nicht gerüstet. Ich gehe zu den Minen. Schließ die Tore, sobald ich draußen bin. Ich halte sie auf, solange ich kann. Und wenn du es nicht schaffst? Dann evakuiert ihr das Dorf. Aber das wird nicht passieren. Versprochen. Wollen wir es hoffen? Sorgt dafür, dass das Dorf noch steht, wenn ich zurück bin. Wir geben alles. Dafür lässt du dich auch nicht unterkriegen, ja? Also, da müsste man ja eigentlich die komplette Ätherquelle am besten schließen, wenn die in der Nähe aufgegangen ist. Ach du Schande. Na schön. Wer von euch will zuerst? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Fast! Ah!
Akrasischer Greif! Ja, spaßig! Der ist nicht akasisch. Okay. Du kommst hier nicht vorbei. Oh, you're behind.
Na also, Mensch! Aber der war doch jetzt nicht akasisch. Der wird noch mal akasisch. So, hätten? Das war's jetzt aber. Naja. Hoffe ich zumindest. Bin ich froh. Du hast es überlebt. Habe ich genug aufgehalten? Genug aufgehalten? Du hast das ganze Rudel abgemetzelt. Fast zumindest. Soll das heißen? Ja, ein oder zwei wollten über die Mauer. Aber keine Sorge. Die sind nicht weit gekommen. Gut. Aber vergiss nicht, da werden noch mehr nachkommen. Irgendwann, ja. Aber jetzt ist erstmal Ruhe. Komm, wir gehen wieder rein. Ja, geh mal einen Tee trinken. Sid, hat man sowas schon gesehen? Du hast da draußen ja wirklich alles zu Klump geschlagen. Die armen Viecher konnten einem fast leid tun. Was ich eigentlich sagen will, ist, danke. Dravost wird nicht vergessen, was du heute getan hast. Der Frieden wird nicht von langer Dauer sein. Die Minen sind immer noch geflutet. Was bedeutet, dass jedes Lebewesen, das sich dorthin verirrt, wieder auf euch losgehen wird? Und wenn die Flut sich ausbreitet, wird Dravost? Naja, ich fürchte, eure Tage hier sind gezählt. Das kann sein, aber wir bleiben trotzdem hier. Ätherfluten gibt es überall. Nirgendwo ist es mehr sicher. Und abgesehen davon sind wir hier zu Hause. Wir verstärken die Tore im Norden und sorgen dafür, dass sie Tag und Nacht bewacht werden. Also gut. Ich denke, dabei werden wir euch etwas helfen können. Und zu dir, Schledorn. Du hast Dravost geholfen, als es dich am dringendsten gebraucht hat. Ich danke dir. Und ich hätte mich nicht so rar machen sollen. Ich hätte mit dir reden sollen, bevor ich abgehauen bin. Ach, weißt du, selbst wenn, ich hätte dir eh nicht zugehört. Der Neid hat mich geblendet. Ich habe mich immer abgerackert und für dich war alles ein Klacks. Dein Abgang hat mir dann den perfekten Vorwand geliefert, dich zu hassen. Ich habe nie so richtig drüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn du geblieben wärst. Aber ich glaube, du hattest vorhin recht. Du hättest hier alles ruiniert. Endlich sind wir uns mal einig. Ich wusste, dass du es irgendwann einsiehst. Du warst Davosts Rettung. Wirtschaftlich vielleicht. Ja, aber hier ist nichts mehr, wie es mal war. Unsere Schmiedekunst war mal der Stolz Dalmekias. Jetzt produzieren wir hier jeden Tag den gleichen Müll. Nur weil es schnell geht und Geld einbringt. Hier geht es keinem mehr ums Handwerk. Mit dem, was die Amateure hier schmieden, würde ich niemanden an die Front schicken. Ich habe versucht, besser zu werden, die Leute zu inspirieren, aber keiner hat sich drum geschert. Jeder Chorknabe hat mehr Leidenschaft fürs Schmieden als die Knallköpfe hier. Komm zurück, Schledorn. Damit Dravost sich erinnert, was einen echten Meisterschmied ausmacht. Um mit dir wieder in einer Schmiede zu stehen, würde ich mich sogar an den Blasebalg stellen. Kein schlechtes Angebot. Ich würde gern ja sagen, aber ich fürchte, ich werde anderswo gebraucht. Ich habe Leute, die sich auf mich verlassen. Die kann ich nicht hängen lassen. Ich verstehe schon. Das heißt aber nicht, dass ich nicht zu Besuch kommen kann. Vielleicht kriegen wir deine Knallköpfe ja doch wieder auf den rechten Pfad. Das wäre schön. Sag Schnordi, er soll mich das nächste Mal reinlassen, wenn ich vor dem Tor stehe. Hätte er sowieso gemacht, wie ich den kenne. Schledorn.
Der Meisterschmied der Geächteten setzt sich für Dravost ein. Dass ich den Tag mal erleben würde. Na, das lief doch nicht schlecht, oder? Sogar besser als gedacht. Sid, ich hab hier was für dich. Nein, noch ein Siegel! Was ist das? Der gebrochene Amboss. Ein Zeichen der Dankbarkeit. Lass mich mal eben in meiner Ziegeltasche nachschauen. Ja, aber ja, eins geht noch. Ehrlich gesagt, habe ich noch was viel Besseres für dich. In diesem Dorf wird seit Generationen der Entwurf für ein bestimmtes Schwert tradiert. Mal langsam, Sultan. Dieses Schwert wurde seit Jahrhunderten nicht mehr geschmiedet, weil einfach kein Schmied das Zeug dazu hat. Ja, deine Kohle macht erstklassigen Stahl und ich kann Klingen schmieden, über die selbst Odin nicht die Nase rümpfen würde. Aber die Gravuren auf dem Ding würden jeden Goldschmied ins Tollhaus bringen. Und die gehören nun mal leider dazu. Hast du schon vergessen, was dich neulich erst nach Dravost gelockt hat? Ein gewisser Ring? Ich wusste, dass ich nie so gute Waffen machen würde wie du. Deshalb habe ich mich auf andere Metallarbeiten spezialisiert. Und ich sag dir was, wenn wir beide zusammenarbeiten, stellen wir jeden Schmiedemeister in den Schatten, der je gelebt hat. Weißt du was? Ich glaube, da ist was dran. Clive, wär's dir recht, wenn Sultan mit uns ins Versteck kommt? Natürlich ist es das. Solange er unser Geheimnis wahrt. Gut. Sultan, hol dein Werkzeug. Lass uns eine Legende schmieden. Oha. Wie, jetzt sofort auf der Stelle? Schledorn ist an Bord. Ich wette, wenn er Dravost ein bisschen Feuer unterm Hintern macht, wird alles so wie früher. Wenn die Ätherflut uns nicht dazwischenfunkt. So. Ich sag dir eins. Wenn das hier klappt, willst du nie wieder ein anderes Schwert in die Hand nehmen. Mhm. Ich komme mit den beiden nach. Geh ruhig schon mal vor. Na gut. Na gut. Dann ab ins Versteck. Kriegen wir das jetzt auf der Stelle? Der Eintopf wird in letzter Zeit. Du kommst gerade recht. Wir wollten uns gerade an deinem Schwert zu schaffen machen. Ui. Schon witzig. Ohne dich wäre das alles hier nicht zustande gekommen. Erinnerst du dich noch an Kamil? Am Griff verwenden wir seine Ledertechnik. Dann kommt der Stahl. Den schmelzen wir in den Kohlen, die Sultan dir damals überlassen hat. Als nächstes schärfen wir die Klinge mit unserem importierten Wetzstein aus Übersee. Und um die Gravur kümmert sich der talentierte Sultan. Echte Gemeinschaftsarbeit. Unter der Führung des größten Schmieds aller Zeiten. Dann leg mal los. Naja, erst müssen wir das noch über die Bühne kriegen. Also, ich wäre soweit. Dann mal ab an den Blasebalg. Kneif mich mal einer. Wir haben es wirklich geschafft. Das Schwert aller Schwerter. Ragnarök. Ich bin sprachlos. Nimm es. Bei dir ist es in besten Händen. Danke. Euch beiden. Tja,
Dann seid ihr hiermit die besten Schmiede der Welt, richtig? Was? Nein, wir haben hier nur die Lehren der alten Meister umgesetzt. Wenn wir Geschichte schreiben wollen, müssen wir schon mehr leisten als das. Aber auch das kriegen wir noch hin. Hier. Eine Materialliste. Soltan und ich hatten auf dem Rückweg von Dravost eine Idee. Wir dachten, mit diesen Sachen da könnten wir ein Schwert schmieden, das sogar Ragnarök übertrifft. Eine neue Legende für den legendären Geächteten. Wuhu. Ihr macht mich neugierig. Ich nehme die Liste mal an mich. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Hier jagt ja eine Legende die nächste. Wie wäre es mit einem Umtrunk? Aufstellerne Freundschaftsbande? Bevor ihr wieder an die Ambosse rennt? Gute Idee. Ich habe mir schon lang kein Bier mehr gegönnt. Endlich gibt's hier mal was zu feiern. Hahaha, zapf die Fässer an! Vulkans Jungs sind im Anmarsch! Na dann mal her mit dem Schwert. Götterdämmerungsbauplan. Okay, Ragnarök. Gleich mal ausrüsten. Da. Eisbrand, Ragnarök. Oh. Was verschafft mir die Ehre? Seines Glückes Schmied 4? Hä? Nochmal? Aha. Ich hätte nie gedacht, dass ich je wieder mit Soltan rede. Wir haben uns so lange gehasst. Und das täten wir immer noch, wenn du nicht gewesen wärst. Du bist mir ein wahrer Freund, Clive. Der Beste. Wie? Und was darf sein? So, herstellen. Doch, da. Warte. Nee, ah, haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Naja, verstärken. So, aber herstellen. Ach du Schande. Naja, haben wir nicht. Aber können wir aus Ragnarök schmieden, okay. Das gibt nochmal, gäbe nochmal einen ordentlichen. Was ist das? Holla die Waldfee. Okay. Riesen? Kein Zutritt. Auch nicht für dich. Na gut. Post. Stiller Stifter. Nö, nix. Sonst auch keine Plus-Quests mehr, dann würde ich nämlich sagen, beim nächsten Mal machen wir uns wieder an die Hauptquest. Wir müssen ja noch nach Valut und Odin in den Popo treten. Was schwierig wird, wenn der einem sämtliche Sehnen im Körper zerschneiden kann. Naja, gut, meine Lieben, wir sehen uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao.